Katastrophe mitten im morgendlichen Pendlerverkehr. Zwei Züge stoßen im Brüsseler Vorort Al frontal zusammen. Vermutlich 20 Menschen sterben, etwa 150 weitere werden verletzt. Manchen müssen noch am Unfallort Beine oder Arme amputiert werden. Es passierte plötzlich und unerwartet. Zum Glück war der Zug bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof noch nicht so schnell. Wäre er schneller gewesen, wäre es noch schlimmer gekommen. Es gab einen Aufprall. Wir wurden nach vorn geschleudert und hatten keine Zeit zu reagieren. Der Zug wurde nicht abgebremst. Der Aufprall war abrupt. Der Kopf tut weh, die Schulter. Ich habe große Beulen. Aber ich denke, die Leute aus der ersten Klasse hat es noch schlimmer erwischt. Nahe dem Bahnhof von Al soll ein Zugführer ein Haltesignal übersehen haben. Warum, ist zunächst unklar. Die belgische Eisenbahngesellschaft hält sich bedeckt. Bei Zugunglücken gehen wir mehreren Hypothesen nach. Materialfehler, menschliches Versagen oder eine Verkettung von Umständen. Doch wir sollten den Ermittlern die Zeit geben, die sie brauchen, um fundierte Aussagen zu treffen. Bis zu 300 Menschen waren in den beiden Unglückszügen unterwegs, viele auf dem Weg zur Arbeit in Brüssel. Der Bahnverkehr in Belgien sowie in den Nachbarländern wird durch das Unglück stark gestört. Internationale Eurostar- und Thales-Züge können aus Brüssel nicht mehr abfahren. In Paris und London warten Fahrgäste vergeblich auf Eurostar- oder Thales-Züge.